So, nun zu dir, Napfsülze. Deine Freundin kann da bleiben, die kann sich das ruhig mit anhören. Aktuell schaust du Tele 5. Warum wird Fernsehen eigentlich von Fernsehleuten gemacht? Wissen Fernsehleute besser als andere, was andere sehen möchten? Zum ersten Mal in der TV-Geschichte haben wir eine berühmte Persönlichkeit, die sich durch Mut zum Anderssein auszeichnet, ausgesucht, eine Woche lang als Senderchef die inhaltliche und künstlerische Leitung des Senders zu übernehmen. Friedrich Lichtenstein. Ein Phänomen, das die Medien von München bis New York beschäftigt. Vielschichtiger Künstler, eleganter Anarchist, zeitloser Flaneur. Ich bin eben Entertainer. Ich stehe gerne im Licht und unterhalte die Leute für das Gefäß, für die Wünsche der anderen und freue mich, wenn die lachen. Unsere Idee war es, durch diese außergewöhnliche Maßnahme einen Image-Transfer herzustellen und ein weiteres Mal die Andersartigkeit von Tele 5 zu unterstreichen. Was Neues halt, ne? Mit einer bis ins kleinste Detail geplanten Aktion, die alles auf den Kopf stellte. Friedrich Lichtenstein ließ als Gast in der Late-Night-Show Boomerama offiziell die Bombe platzen. Ich bin Senderchef von Tele 5. Ach. Punkt 6 Uhr am nächsten Morgen veröffentlichten wir eine Presseeilmeldung. Lichtenstein und Tele 5 sind die Mediensensation. Als Senderchef kuratierte, kommentierte und begleitete er den gesamten Sendeablauf mit originellen Anmoderationen zum Programm. Unterstützt wurde er dabei von prominenten Persönlichkeiten. Noch größer? Es geht darum. Lichtenstein interpretierte den gesamten Sender neu, bis ins kleinste Detail. Und als erstes habe ich erstmal den ganzen Look da verändert. Also Tele 5 wird ganz anders auftreten. Da habe ich so ein paar Collagen gemacht, Verzeichnungen. Die fließen jetzt ein in das Artwork des Senders. Gelb ist Sonne, gelb ist Gold. Ich glaube, das ist keine Hexerei, in einen Fernsehsender erfolgreich zu führen. Sämtliche Facebook-Posts wurden vom Chef persönlich verfasst und alle Clips auf tele5.de eingespielt und mit Facebook und YouTube verlinkt. Die Reaktion der Fans? Überwältigend. Bis die bittere Realität ihn einholte. Wochen vor der Aktion inszenierten wir eine Prügelei auf der Berlinale und stellten die Videos ins Netz. Ein Skandal, der ihm zum Verhängnis wurde. Da ist ein Shitstorm im Gange, aber ganz gewaltig. Das war's. Du hast es vergeigt und du bist selber schuld. If you having girl problems, I feel bad for you, son. I got 99 problems, but a bitch ain't one. Aus sämtlichen Lichtenstein-Clips der letzten Woche entstand der Film Aus dem Leben eines Senderchefs, den wir on-air ausstrahlten und gleichzeitig online stellten. Tele 5 und der Senderchef. Mit diesem Coup erreichten wir maximale Aufmerksamkeit. Auf sämtlichen Plattformen und über alle Kanäle. Innerhalb einer Woche erreichten wir rund 50 Millionen Bruttokontakte in Print- und Online-Publikationen, 12 Millionen Bruttokontakte on-air und 1,2 Millionen Beitragsreichweite aller Posts auf Facebook, was einem Gesamtmediawert von 1,8 Millionen Euro entspricht. Ein Image-Transfer, der wirkt und nachwirkt. Wir sind anders, denn anders ist besser.